Und wir hatten eben angesprochen, ich hatte eben angesprochen, 1. September, Weltfriedenstag, und da hatte der Peter noch eine Idee. Den möchte ich hier nochmal nach vorne bitten, zum Mikro. Hallo. Wir haben gestern eine Bürgergruppe und hatten überlegt, dass die ganzen Ereignisse sich ja überschlagen und jetzt wirklich die Zeit verläuft. Also sterben täglich Menschen in der Ukraine, im Gazastreifen und wo auch sonst gerade die USA Kriege führt. Und insofern läuft die Zeit auch gegen uns und ist eben jetzt auch ein großer Krieg wieder in Vorbereitung. Die Zielrichtung geht ja Richtung Russland, nach dem Donbass ist da die Krim dran. Und das wäre ein direkter Angriff auf Russland. Und dann haben wir ja dieses Jahr das Jahr der Jubiläen, 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs. Und ich habe da mal nachgerechnet, 75 Jahre der Zweite Weltkrieg. Und da ist eben der 1. September der Beginn gewesen. Abwehr wird zurückgeschossen und das wollen wir ja nicht mehr. Und deswegen haben wir halt gedacht, dass wir den 1. September nutzen, um eine richtig große Aktion hier in Braunschweig zu machen und an möglichst vielen Stellen oder an mehreren Stellen eben aufmerksam machen, dass jetzt Zeit ist, aufzustehen und Frieden einzufordern, die Politik unter Druck zu setzen, dass eben entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, dass Sanktionen zurückgenommen werden, dass das Klima beruhigt wird, dass diese faschistische Regierung in Kiew eben nicht anerkannt wird und dass dort wieder Neuwahlen kommen, dass eine Befriedung kommt. Ja, dazu müssen wir eigentlich einfach beitragen, weil ansonsten schlägt der Krieg wirklich hier zurück. Die Befürchtung, die steht. Und also meine Idee war, als eine Aktion also so einen großen Musikjam zu machen, wo jeder, der irgendwie Musik macht, ob jetzt Gitarre oder Trommel oder Didgeridoo zum Beispiel mache ich oder irgendwie sonst was, der trifft sich mit uns. Ich habe mir jetzt überlegt, ein guter Platz wäre der Burgplatz. Kohlmarkt ist schon ein bisschen sehr kommerziell, wer bessere Ideen hat. Also, aber ich denke, es wäre also eine gute Sache, wenn man den Burgplatz kriegen könnte. Da nebenan ist ja auch der Platz missbraucht worden von den Nazis damals irgendwie, haben den alten Heinrich eingespannt. Da kann man sich als Braunschweiger vielleicht auch mal dagegen wenden. Und ja, das ist eben jetzt sozusagen in Vorbereitung. Ich überlege, wie ich das bekannt mache. Ich werde halt ein bisschen rumtelefonieren, was es so für Gruppen gibt, die schon Musik machen oder so und die ich so Leute kenne. Und möchte halt alle euch bitten, macht euch Gedanken, wie wollt ihr diesen Weltfriedenstag begehen, feiern und wirklich dafür eintreten und zeigen, dass das wichtig ist und dass wir eben wirklich ganz viele Leute werden und da kommt dann wieder so ein Jubiläum. Wir haben 25 Jahre die sogenannte Friedliche Revolution in der DDR. War ich damals auch dabei und es war also ganz toll. Das war dann der große Tag, war der 7. Oktober, Republikgeburtstag und auf einmal war die ganze Kleinstadt Plauen voll mit Menschen und in Leipzig war das so, in Dresden, Karl-Marx-Stadt, überall. Na, und dann sind sie einfach gegangen. Dann kam dann, der Helmut ist dran schuld, ne, da haben wir es. Ja, also so viel zu dem 1. September. Und ja, und eine Sache wollte ich mal noch, ich hatte so einen netten Witz gehört, es geht wohl in Berlin rum, also so eine Wortverdrehung, wo aus unserer Mahnwache das Wort Warnmache gemacht wird. Und da kann ich eigentlich nur drüber lachen, weil ich den ursprünglichen Sinn des Wortes Wahnsinn kenne. Und zwar. Wahnsinn! Ja. Das Wort Wahn von dem Wort Warnen her. Und die Warnen, das ist eins der großen Göttergeschlechter der alten Germanen. Und die standen eben für Weisheit, für Fruchtbarkeit, für Leben. Und das Wort Wahn hatte eben auch lange die Bedeutung Hoffnung, Glaube, Zuversicht, gute Erwartung, wie auch immer. Und ja, ich habe auch nochmal rausgeschrieben, weil das sowas kann ich alles nicht merken. Da gibt es also die großen germanischen Gottheiten der Wahnen, zum Beispiel den Jüro, der Gott des Meeres, aber ein Gott schon interessanter, den Freier, den Gott des Himmels, Lichts, der Wärme, des Friedens und der Fruchtbarkeit.
Dann gibt seine Frau wahrscheinlich, die Freya, die steht für Liebe, Schönheit, Wiederfruchtbarkeit, Ulweig, Mütterin der Schätze und der Runenmagie. Und dann haben wir noch den Quasier, den Gott des Wissens, der Weisheit, der alle Fragen beantworten kann. Und ich denke, da sind wir mit einer Wahnmache auf einer guten Seite, also die Leute wirklich dazu bringen, wahrzunehmen und eben mal wirklich wahnsinnig zu sein, zu sagen, ja, wir können was verändern und wir können unser Leben selbst gestalten, so wie es sein soll und nicht durch eine Fremdbestimmung, durch eine kleine selbstgemachte Elite praktisch, die uns hier irgendwie schon über ganz viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte manipuliert und in gewisse Richtungen drängt. Ja, also ich freue mich dann auf eure Unterstützung zum 1. September.